Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Onimusha 3. Beim letzten Mal haben wir, versucht zu überleben eigentlich. Haben das auch mehr oder minder erfolgreich noch hinter uns bringen können. Und heute kommt ein ganz besonderer Part sozusagen, denn wir werden heute, abgesehen davon, dass wir das nochmal selber machen, also den Wunschschnitzel, wir werden uns heute in ein Land begeben. Du wirst mir mal bitte hier nicht im Weg rumstehen. Dafür nehme ich sogar diesen Seitentreffer in Kauf, aber... So. Denn er reagiert endlich auf uns. Ich weiß nicht warum, aber hey, er tut's. So nani odoroku kota neze? Chita tsukiyatte ike yo. Do dai? Interessiert sind wir auf jeden Fall. Aber wir sollen da nicht aufbrechen. Der Grund, warum ich sage, wir brechen jetzt noch nicht auf, ist eigentlich relativ simpel. Aber ich glaube, damit hat man es gerade schon gesehen. Das ist halt... Ich möchte wenigstens die Magie auf voll haben. Bevor ich da reingehe. Denn das wird manche Angelegenheiten da drin deutlich vereinfachen. Ja. Mächtige Waffe gibt mir. Kann ich ja direkt ein bisschen leiser machen. Beim leiser machen werde ich direkt attackiert. Die Dämonendimension ist das, was ihr jetzt hier seht. Das ist im Prinzip ein langer Battle Royale sozusagen. Jeder gegen jeden. Wobei man dazu vielleicht sagen muss, es ist eher so ein Ding Mensch gegen Dämon, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Es bleibt nicht immer so einfach, dass wir die leichten Fußsoldaten erledigen müssen. Schön wär's, aber nein. Von daher haltet es jetzt noch für einfach, ja, ist es auch, aber so bleibt's halt. Positive daran ist, wir kriegen sehr, sehr viele Bonusseelen. Und dadurch, dass ich zumindest Raizan auf Stufe 3 gebracht habe, ist es hier unsere stärkste und beste Waffe gerade. Wir erhalten nicht nur eine, eine Waffe, die, beziehungsweise ein Objekt, was uns zu einer Waffe verhelfen wird. Nein, wir werden auch, ein paar Fluorite hier unten finden. Das ist tatsächlich auch so ein Ding. Fluorite in der Dämonendimension. Solange die Roten alleine sind, sind sie kein Thema. Ihr könnt es allerdings nerven. Obwohl das halt auch so ein Könnte ist. Ihr seht ja. Wenn man bei denen so ein bisschen auf Abstand geht, ist das alles kein Thema. Besonders mit einer vernünftig aufgelevelten Waffe. Zwei, dreimal hauen, weggehen. Dann die Technik ganz vollenden. Läuft normalerweise auf einen Sieg hinaus. Bei den Roten. Bei den Blauen sieht das wieder ein bisschen anders aus. Haben wir ja auch schon festgestellt. Aber die Roten sind kein Thema. Was ich hier allerdings machen werde... Das ist fast für mich unvermeidbar, weil so gut bin ich dann eben noch nicht. Au. Ist ein Heil-Item einsetzen oder 2 oder 5 oder 18, wie auch immer. Sozusagen so viele, wie es eben braucht. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht gegen diese kleinen Typen hier. Das wäre irgendwie doch ein bisschen peinlich. Aber ja, die Sache ist nämlich die, dass wir hier nur Heilung kriegen. Also gelbe Seelen. Wenn wir ein... Verdammt nochmal. Da ist manchmal dieses Autoziehen echt nervig. Wenn wir ein Issen hinkriegen. Da ich das
scheinbar gar nicht kann. Ne? Haben wir eben dieses Problem, dass ich mich dann eben heilen werde. Macht aber nichts. Man muss ja auch bedenken, wir kriegen so viele Seelen, dass ich danach Medizin wiederherstellen kann aus den Kräutern. Ist also nicht ganz so schlimm, wie es vielleicht den Anschein hat. Kratzt so ein bisschen an meiner... an meinem Stolz. Aber das war's dann auch. Von daher... einfach machen. Ich glaube, die gibt's nur in zwei Räumen, die Gegner hier. Dabei mag ich die irgendwie. Die sind so schön... ich meine, gut, die sind auch sehr einfach. So, aber... das sind nette kleine Kerlchen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn man einen Dämonen nett finden kann, ne? Aber dafür gibt es genügend Animes, Mangas und Schießbücher. Übrigens, ich finde das Hintergrundgedöse da ja echt stark. Ne? Diese Zähnchen und, ne? Das gefällt mir schon. Hat einen schönen Flair. Die hier nerven irgendwie nur. Weil ich nie weiß, wann sie tatsächlich kaputt sind. Viel können tun sie ja auch nicht. Die rennen auf mich zu und benutzen ihre Stoßzähnchen so ganz komisch. Die kippen auch irgendwie um, wenn sie wollen und nicht K.O. sind oder so, aber ich verstehe sie halt nicht. Das ist, glaube ich, das größere Problem bei dem Ganzen. Im Normalfall kippen Gegner um, wenn ich eine Kombo gemacht habe. Ne? Und die kippen halt irgendwie um, wenn sie genügend Schaden hinten haben. Was man sich auch merken kann, ja, aber es kommt komisch. Finde ich. Kann aber jeder sehen, wie er will. Ja, die Teile haben wir auch. Mr. und Mrs. Auge. Ich nenne sie mal Auge, aber eigentlich, man sieht ja, das sind Totenschädlinger. Ne? Seelensauger. Müsste man ja eigentlich ganz genau sagen, es sind Seelensauger. Sie saugen die Seelen der Dämonen ein. So dass ich deren Macht nicht nutzen kann, was ich gemeint finde. Aber wenn sie einzeln da sind, geben sie nicht mal Seelen. Also, das ist schon gemein, wie die Dinger reagieren. Oder agieren, wie auch immer. Nennt's wie ihr wollt. Ein toter Gegner, zwei toter Gegner. Ja! Es läuft gut. Bisher nur ein Medikament verwendet. Vier haben wir noch. Ich habe das hier mal probehalber selber durchgespielt. Hatte am Ende keine Medizin mehr und... hatte dann sogar noch ein Kraut verwendet. Wenn ich das also einigermaßen trumpfen kann, ist alles gut. Sozusagen weiß ich jetzt zumindest, welcher Gegner hier auf mich wartet und wo und wann und sowieso. Von daher. Na guck, dann habe ich 6 Medizin benutzt, weil ich keine Medizin mehr hatte. Da finden wir gerade einfach eine. Dammit, ich hing an der Truhe fest. Ja! Samanosuke hat es eben drauf, ne? Der ist schon ein richtig krasser Samurai, muss man ihm ja lassen. Dass er solche Kerlchen einfach mal umwirft, ist schon cool. Ihr bekommt übrigens 2 Trophäen für das Ganze hier. Ne? Einmal... also diese Seelenaugen machen mir gerade... also, keine Ahnung, wie man es nennen will. Ihr wisst, was ich meine. Diese Dinger hier. Die nerven gerade dermaßen, weil... Samanosuke sich mal gerne... die als Gegner raussucht und dann halt das, was ich attackieren will, nicht attackiert. Das ist nicht gut. Das ist aber auch der Raum, an dem ich am meisten Schaden genommen habe beim Probe-Run, wenn man so will. Ja. Bevor ich hier drauf gehe. Das wäre alles nicht so schlimm, wenn ich halt nicht ständig dieses Auge attackieren würde. Aber ne, ihr habt ja gesehen. Jedes Mal, wenn ich irgendwas attackieren wollte, ja, nimm das Auge. Haha. Naja, zu spät gesagt. Na egal. Denn so alleine sind die Kerlchen hier... ja gut, das ist natürlich genau in dem Moment, wo ich den Satz sagen will, kriege ich auch was, aber... eigentlich... sind die ziemlich human.
Also für einen Dämon. So. Weiterer Fluorid sind wir schon bei 11 Stück. Ihr wisst ja, 20 brauchen wir für das Secret. In Anführungszeichen. Nein, nein. Nimm deine komischen Tentakelflossen von mir. Wenn ihr hier einmal einen guten Flow drin habt, sind diese Viecher nicht schlimm, ne? Aber sobald man einmal verkackt hat, ah. Die müssen nur einmal alle auf dem Boden liegen, dann geht das. Aber nein. Was natürlich passieren kann, haben wir jetzt schon des Öfteren gesehen. Die wachsen halt. Die wächst ein neuer nach und die wächst ein neuer nach und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, wie oft das passieren kann. Der Punkt ist aber, passiert's euch, dann verfallt nicht in Panik. Der netteste Trick, den es eigentlich geben kann, ist, den Neugewachsenen direkt einfach zerstübeln. Und dann habt ihr es eigentlich. Nervig, aber machbar. Wir halten einen Seelenabsorber und können wieder weiter. Puh. Okay. Hier ist die Gefahr im Prinzip dasselbe wie vorher. Wir haben halt diesen Seelensauger da oben, den Samanosuke ganz, ganz gerne töten möchte. So gerne, dass er halt fast seine wichtige Aufgabe vergisst, nämlich anderes Gedöse zu töten. Ah, wie ich das hasse. Ich meine, da kann er jetzt bleiben, das ist mir egal. Da steht er dann halt und das nervt mich, aber... Das mit diesem Nachziehen da, das hasse ich. Ich weiß nicht, ob man das ausstehen kann. Muss ich mal eingucken. Vor allen Dingen sind so witzigerweise meistens das letzte Ding, was hier steht. Können tun sie nichts. Wir halten für unsere Mühen Sprengkugeln. Für eine Waffe, die wir noch gar nicht haben. Ich weiß gar nicht, ob ich... Ich hoffe, Mann, ich bin nicht dran vorbei. Wenn ja, dann ist das irgendwie doof. Ja, jetzt haben wir Reinaldo im Zusammenspiel mit diesen komischen Krabbeldingern hier. Auch definitiv keine große Sache. Einfach nur gucken, dass man sich nicht in die Irre führen lässt. Ich zum Beispiel habe meistens den Effekt, dass ich mindestens einmal den in der Hälfte zerteile. Wir halten einen Talisman, wo ich ehrlich gesagt gar nicht sicher bin, was der macht, aber wir haben ihn. Ne, zu spät angegriffen. Meine Schuld. Wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt schon bei 7 Seelen. Leveln. 8 Leveln von. Also Leveln nenne ich es. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben so viele Seelen gesammelt, dass wir jetzt schon mal eine achtfache Sammlung da oben anfangen konnten. Den erstecheln. Eigentlich müsste er sich ja dann eine Seele teilen oder so, aber naja. Gut, wie gesagt, da ich hier keine gelben Kugeln kriegen kann, einfach das verwenden. Talisman habe ich gar nicht nachgeguckt, was der macht. Dieser Talisman ist Holz regeneriert. Im Todesfall die Gesundheit komplett. Ne? Den bewahren wir uns doch mal auf fürs Ende des Spiels. So, hier haben wir jetzt wieder diese komischen Unsichtbarkeitsfanatiker, die jetzt im direkten Doppelpack, wenn ich nicht aufpasse, ziemlich nervig sein können. Glücklicherweise habe ich es irgendwie hingekriegt, ein bisschen zu machen. Was dann in dem Fall sehr, sehr schön ist, weil es gerade beide getötet hat und meine Gesundheit wieder generiert hat. Also, ein Hoch auf das Issen, wenn es funktioniert. Ich kann es nicht. Vielleicht muss ich mir mal ein komplettes Tutorial-Video darüber angucken. Vielleicht erklärt das das so gut, dass ich auf einmal der Issen-Gott werde. Aber, naja, so wie ich gerade bin, bin ich das nicht. Wir halten ein normales Kraut. Na, ein bisschen langweilig die Belohnung jetzt so im Nachhinein, aber noch. Mach das ab. Na, jetzt hat er leider erstmal den da hinten angreifen wollen. Nicht gut.
Okay. Läuft rückwärts den Bach runter, aber läuft. Au. Au. Ah, Tentakel verloren. Ich habe ihn zu spät kommen sehen, tatsächlich. So, hier erhalten wir unseren nächsten Fluorid, das ist nur mal so am Rande. Nachdem wir jetzt lang genug hier verprügelt wurden, deswegen nur mal am Rande. Und da kommt er wieder mit seinem komischen... Also ich glaube, dass dieses Chakram, was er wirft, ist tatsächlich auch sein Schwert, ne? Kann das sein? Ich glaube schon. Also Schwert und Chakram im Eim, naja. Was soll ich sonst noch bei den Typen sagen? Er ist gut gebaut, scheinbar. Also Knackarsch hat er in diesem Dämonenvollanzug oder so ähnlich. Aber ist es das, was ihr wirklich von mir hören wollt? Keine Ahnung, glaube ich nicht. Ich habe mal nicht mitgezählt. Ich weiß nicht, wie viel noch fehlt hier, aber wir arbeiten. Hier haben wir jetzt die etwas krasseren Ninjas, die alleine für sich nicht ganz so schlimm sind, aber auch da wieder, ne? Wartet mal ab, wenn sie in Kombination mit anderen Gegnern hier auftacken. Holy moly. Da können die schon echt wehtun, ne? Das ist manchmal echt der Wahnsinn, wenn man die so einzeln bekämpft. Nicht ganz so schlimme Kämpfe hat und dann kommen sie in Kombination mit irgendwas anderem. Ein stinknormales Kraut nochmal dazu. Ich werde jetzt einfach mal ein Kraut benutzen, weil... Naja, warum auch nicht? Wenn ich es ja schon habe. So. Hier ist einer dieser Kämpfe, die ich angesprochen habe, wo ich es mir einfacher machen möchte. Wobei möchte heißt halt nicht, dass ich es kann, aber das ist schon mal ganz gut so. Relativ gesehen. Eigentlich wollte ich ihn nämlich direkt umwerfen, ihn zu erdolchen, um damit diesen ganzen Kampf im Prinzip aus dem Weg zu gehen. Dasselbe hier, erdolchen, draufhauen, fertig. Gut. Ich kriege auch keinerlei Item für diesen Kampf zumindest. Hier finden wir wieder ein Kraut. Und haben wieder diesen Unsichtbarkeitsfanatiker. Aber nicht nur ihn haben wir, sondern wir haben dann halt auch diese Ninjas. Und das ist zum Beispiel so eine Kombination, die sehr schnell recht tödlich werden kann. Nicht muss, aber kann. Bin mir nicht sicher, was die da gerade machen. Jetzt haben wir zwei Unsichtbarkeitsfanatiker. Okay, der ist tot. Das ist ausgezeichnet. Na komm! Zeige... Naja, ich hab das gekriegt, was ich wollte. Ich habe gesagt, er soll sich zeigen. Es ist natürlich besser, wenn ich von Kräutern leben kann, als von meinen Heilmedizin. Die Medizin kam ja in Pillen, ne? Ich würde eigentlich sagen Heiltränke, aber es ist Pillenform. Item haben wir mitgenommen, gut, weiter. Ja, ich darf noch gar nicht reagieren, schon werde ich angegriffen. Das ist okay. In gewisser Weise. So, für den Ernstfall tatsächlich eine Medizin. Außerdem wechsle ich mal auf das Enryu, um hier ein bisschen besser aufräumen zu können. Weil dieser Kampf könnte sonst, sagen wir mal, nicht schön werden. Er kann schön sein, aber so wie ich es dann hätte, wäre das nicht so. Au. Die machen mir aber gerade mit ihrem Teleporte. Das Ganze nicht einfach. So. Nein! Nein! Ach, egal.
Hat ja irgendwie funktioniert. Nicht so, wie ich wollte, aber es hat funktioniert. Ich lebe immer noch. Okay. Hier machen wir es uns auch jetzt einfacher. Wir sind nämlich fast auch fertig mit der ganzen Böse. Ich sag einfacher und krieg auf Fresse, aber ihr wisst, was ich meine. Na ja! Ist klar. Wie so ein richtiger Mann halt, ne? Man wischt sich in die Kämpfe von anderen ein. Dang it! Jetzt muss ich mich tatsächlich nochmal ein. Nur um sicher zu gehen halt. Danke sehr dafür, Unsichtbarkeitsfanatiker Mann. Das war genau das, was ich wollte. So. Weil, seien wir mal ehrlich, alleine kann dieser Unsichtbarkeitsfutze nicht viel, aber nerven, das kann er. Haha, ein Issen gemacht, sehr gut. Ausgezeichnet. Ich weiß mal wieder nicht wie, aber ich hab's gemacht. Ich sag ja, ich hab keine Ahnung, wie das richtig geht. Ich weiß, man könnte zu richtigen, also zu absolut richtigen Zeit blocken und sowas. Wenn ich schon dabei bin. Ah, wir sind übrigens auf der letzten Ebene. Deswegen gab es da jetzt diese Ocarina gerade. Ja, das war die letzte Ebene. Wir haben die Bishamon Ocarina uns angeeignet. So, und die Bishamon Ocarina. Übrigens haben wir jetzt 3 Fluoriten hier unten übrig. Das ist auch nochmal so nebenbei. Ein Seelenabsorber, ein Talisman dazu. Diese Ocarina hilft dabei, ein ganz besonderes Schwert zu erwecken. Können wir hier nicht benutzen, wird aber nochmal wichtig. Kann ich versprechen. Weiß gar nicht, ob der, ich glaube Mottenmann heißt er tatsächlich, ob der nochmal mit uns interagieren wird. Aber, ja, so, das ist voll und das habe ich gar nicht benutzt, ne? Eigentlich kann ich dann auch auf dem Enryu bleiben, denn wir haben jetzt 15 Seelenlevel. Wir haben 2 Medizin, ist ein bisschen wenig vielleicht, aber naja, gut. Ich glaube, ich war sogar einen ganz kleinen Ticken besser als in meiner Probe. Wir können also Blitz auf maximal bringen und haben damit schon mal da nichts mehr mit am Hut. Ich habe das jetzt auch voll und alle sind glücklich und zufrieden, so nach dem Motto. Das Enryu. Ist auch fertig. Sieht tatsächlich aus wie ein echt bösartiges Schwert jetzt. Und ich glaube, das hier kriegen wir gerade auch noch so voll. Also, auch das voll. Ich packe hier schon mal ein bisschen was rein. Ungefähr so viel und werde dann noch ein bisschen auf das hier verwenden. Um zumindest ein bisschen Medizin zu haben, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. So, genau, Kugeln. Es gibt Kugeln und aus Kugeln werden Sprengkugeln. Wir haben also die bessere Variante da unten gefunden. Ja, wie ihr sehen könnt, richtig fettes, böses Schwert auf Mord and Destruction. Was das Bishamon-Ding auf sich hat, das sehen wir irgendwann mal. Also, zumindest nicht im nächsten Part, aber ne, denkt dran, wir haben es. Das ist eigentlich das Wichtigste. Das war der Gegner-Rush, der Bloody Palace sozusagen. Das Dämonenreich. Bitte sehr. Bye bye. Thank you.